Guten Tag. Herzlich willkommen. Brettkollegen. Eine neue Folge. Ja. Mike. Ja, was geht ab? Herzlichen Glückwunsch zum 100. Wie viel hast du? Ich glaube, ich müsste irgendwas mit 60 haben, aber da sind natürlich ein paar aus Amiland dabei, wo ich ja nur die Anmoderation gemacht habe und du dann halt in den Staaten warst. Also ungefähr 50-50. Ungefähr, genau. Aber erzähl mal, wie hat das jetzt überhaupt angefangen, Brettkollegen, damals, back in the days? Damals, ja, viele werden es wahrscheinlich gar nicht wissen, aber wenn ihr euch mal so die ersten Folgen anguckt, ursprünglich hatten wir das Ganze mal als so eine Art Product Update mit ein bisschen Redaktion angedacht. Mhm. Das war auch so, dass wir halt auch mal, das war so eine Mischung eigentlich aus allen Sachen, die es mittlerweile gibt. Es gab Product Update, dass Leute auch mal ihr Setup vorgestellt haben. Plus es gab irgendwelche Berichte, die ganz nett waren über Contests, hast du nicht gesehen. Und daraus hat sich das Ganze irgendwann entwickelt und ist dann immer ein bisschen mehr in Redaktion gegangen, was ich ja nicht schlecht fand. Ich wollte gerade sagen, hier, was waren für dich überhaupt die Highlights? Ich meine, Amiland war es ja ein paar Mal, ein paar dicke Interviews waren dabei. Aber ja, das Beste ist natürlich, bei so einem Wetter draußen zu sitzen und nicht in so einem verkackten Büro wie die Jungs hinter uns. Nein, darf ich nicht so laut sagen. Nein, man kommt schon viel rum, ist natürlich auch etwas stressig teilweise, weil, naja, ist nicht nur lustig, aber wir hatten, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Also ich war einige Male drüben zum Filmen in Amiland. Keine Ahnung, im Dezember noch mit Jerry irgendwie in Dubai gewesen. Viele Messen mitgenommen, Bright, Games Convention, viele Amis getroffen natürlich immer unterwegs, egal ob jetzt drüben oder wenn sie mal hier waren. Also so Leute wie Mike Villalli zum Beispiel fand ich ganz interessant. Definitiv. Steve Barra, weiß ich nicht, Adam Diet, Bones Team, die Flip-Jungs, als sie hier waren, mit Curran und Louis Lopez. Das ist immer ganz, ganz nett. Das ist auch so ein Ding, dass man halt über Brettkollegen so über die Jahre halt immer in Kontakt gehalten hat. Ne? Also die kannten mich zwar schon früher halt für Magalo-Redaktion, aber wenn man dann sagt, Brettkollegen, am Anfang alle so, hä, was ist denn das? Und jetzt mittlerweile ist echt eine ganz andere Nummer. Ne? Das ist relativ gut gewachsen, sag ich mal, in den Jahren. Ja, auf alle Fälle. Was gab's denn bei dir so? Du bist ja auch, ja, mittlerweile, wie gesagt, der ist schon fast so viel unterwegs gewesen wie ich. Hast du auch bestimmt viele Leute getroffen wie ich. Ja, also ich sag auf jeden Fall, die ganzen COS Cup Geschichten in Deutschland sind immer eine schöne Angelegenheit, weil es ist halt ein großes Familientreffen dann auch. Man trifft irgendwie alle Leute, die man vielleicht auch nicht ganz so oft sieht im Jahr. Das ist immer eine schöne Geschichte. Außerdem die Contests sind natürlich großartig, wie unter anderem halt hier Rust, was ja auch dieses Jahr wieder ist. Einfach locationmäßig natürlich geil. Paris habe ich tierisch abgefeiert, zumal wir ja Chet Masca treffen konnten. Wir waren bei dieser Tony Hawk Show bei der großen Geschichte im Grand Palais, wo ja auch einfach alles nur dekadent war. Schnee, der Mann hinter der Kamera, du wirst dich erinnern, was da los war, als wir da auf einmal drin standen. Also das waren auf jeden Fall so Highlights. Und geil finde ich auch, dass in letzter Zeit auch viel im Musikbereich passiert ist. Wir hatten ja viele Interviews und ähnliche Geschichten. Und unter anderem haben wir jetzt auch vor wenigen Tagen die Beatsteaks in ihrem ausverkauften Konzert in der Halle Münsterland besucht. Und ich glaube, das gucken wir uns jetzt mal an. Yeah. Wir sind ja ein bisschen jetzt ganz jugendlich drin. Yeah, what's up? BKTS. Krass von den Big Buletten. Beatsteaks, Alter. Brettkollegen. Brettkollegen. Wunderschönen Tag. Glückwunsch zur 100. Sendung. Episode. Und zur 100. Episode. Man sagt heutzutage, wir haben früher noch Sendung gesagt, jetzt sagt man Episode. Es ist schön, dass wir dabei sind. Vielen Dank. Gut, ja, wir freuen uns natürlich auch. Wäre meine erste Frage erstmal direkt zur Skateboard-Szene selbst. Habt ihr irgendeinen Kontakt damit gehabt früher? Wahrscheinlich doch so als Kids. Skateboard nicht wirklich. Ja, wir sind ja aus dem Osten, da war ja Skateboard noch seltener. Okay. Also ich kenne Leute, die sich haben, also ich hatte natürlich auch probiert, Rollschuhe, ja. Rollschuhachsen unter Bretter zu nageln, mhm, und dann Sandpapier oben drauf, damit man da irgendwas. Und dann hat man sich gefreut, wenn irgendjemand hatte bei uns aus meiner Klasse, hatte dann so ein Apfelgrün oder Mint, diese leuchtend grünen Dinger. Mhm. Die jetzt immer im Real zu kaufen wird, hat irgendwie mal der absolute Boss auf dem Spielplatz. Und wie hat da ist der Typ cool. Dabei sind es ja die uncoolsten Dinger gewesen überhaupt eigentlich, wa? Im Nachhinein. Aber aus Ostland. Konntest du eine Menge vormachen. Also ich finde es immer toll, wenn ich durch den Kiez fahre bei uns oder durch angrenzende Stadtbezirke und da sind so kleine Skateanlagen. Finde ich immer super. Da wimmeln halt so die Kids rum. Ein paar haben auch ab und zu mal ein Beatsteak-Shirt oder ein NoFX-T-Shirt oder so. Oder wie New York Green Days. Alle tausendmal besser als die ganzen anderen berühmten Idioten, die im Einkaufszentrum rumlungern. Ja. Deswegen finde ich Skaten ultra wichtig, halt nicht für unsere Generation, aber halt für die Kids. Weil ja irgendwie ja auch so ein Lifestyle, Lebensgefühl und halt auch so was, na, nicht unbedingt
ja, ist so eine verweigernde Art gegenüber dem Normalen immer noch so ein bisschen, obwohl es ja ganz schön kommerzialisiert ist. Aber unwichtig ist es nicht. Ja, 100 Folgen im Sack. Definitiv. Das wird Zeit für eine Party. Auf jeden Fall. Und die geht los am? Am 2. April wird unser Contest stattfinden, hier im Skaters Palace in Münster. Schön in unserem zweiten Wohnzimmer, wenn man so möchte. Last Man Standing wird das ganze Ding heißen. Richtig schöne Mini-Rampen zum Action. Genau, Preise gibt es von Ubisoft. Es gibt eine PS3 zu gewinnen, inklusive Schaumwald Skateboarding. Und da gibt es auch noch einen regulären Contest, wo man halt Preisgeld für Best Trick gewinnen kann. Und ja, jede Menge Kaltgetränke. Auf jeden Fall. Das gehört natürlich dazu. Und ja, der Bratwurst-Jam, der findet kurz vorher statt, von Kerem Elver. Letztes Jahr war es der Döner-Küpp, jetzt ist es der Bratwurst-Jam. Es gibt Bratwurst, es gibt Preisgeld, es gibt wunderschöne Menschen. Nachher Dalla-Dalla-Party, also ich glaube, dieser Samstag am 2. April wird Skateboarding pur. Und der gute Kerem, der kann nicht nur gut Bratwürstchen braten, sondern der kann auch hervorragend Skateboard fahren. Genau. Und das gucken wir uns jetzt an, weil der war nämlich mit Flo Westers unterwegs für Circa. Und ja, die haben einiges an den Start gebracht. Your heart means more than a command. No one should know what's best for you. No one but you do understand. But I see soldiers walking every night, every day. I see the victims in the paper. I feel they got their knife, their boots and shields in my face. We all be dead sooner. Your father died some years ago, do you remember? The flag was everything that last. You cursed the war, you cursed the hate, so what had happened? No need to sell your values now. But I see soldiers walking every night, every day. I see the victims in the paper. Folgen Brettkollegen. Mike, ganz ehrlich, was machen wir jetzt mit dem Format? Ich meine, Skateboarding ist doch. Gib mir komplett auf den Sack. Ich hab da gar keinen Bock mehr. Skateboarding ist doch eh tot. Titschi auch nicht mehr, ne? Kein Bock mehr auf Skateboarding, oder? Nee, Waveboard, Alter. Wollte gerade sagen. Waveboard. Das ist der Scheiß. Bist du raus? Jo. Titschi. Reingehauen. Nein, ne? Bis bald. Wir sehen uns. Ciao. Ja, ihr habt's gehört. Alle keinen Bock mehr auf Skateboarding. Wir widmen uns jetzt unserem wahren und einzigen wirklichen Hobby. To the heart. Ne? Wir bekennen uns. Skateboarding zackt, ist tot, wir sind raus. In diesem Sinne. Lass uns abhauen. Wir sehen uns nicht nächste Folge. Aber. Das war's! Auf eine Bratwurst sehen wir uns. Wow. In diesem Sinne. Yeah! Wir können es schaffen! Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag, liebe Bretterkollegen! Zum Geburtstag viel Glück! 100. Folge Brettkollegen, Daumen hoch, weiter so Jungs! 100. Folge, finde ich super, mach weiter so! Also wer schaut nicht ab und zu bei Brettkollegen vorbei, wa? Kennt man einfach. Ich wollte herzlichen Glückwunsch wünschen zur 100. Ausgabe. Ne? 100 Mal Brettkollegen, schon eine Hammerleistung. Well done guys, happy birthday!
Ja, herzlichen Glückwunsch, Brettkollegen. Also ich danke dann mal, oder ich sage Dankesagungen, keine Ahnung, wie man das sagt. Herzlichen Glückwunsch an Amadeus und Mike, die das jetzt hier 100 Folgen machen. Ja, und weiter so. Malagadam Bambi Moy. I'm Jeff Tremaine. I'm Johnny Knoxville, and this is the 100th episode of Brat Kollegen. Congratulations! Yes! Yes! I'll drink Tremaine to that. Tremaine the homophobe.